Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Carsten Ziebert. Ich bin 57 Jahre alt, arbeite seit 28 Jahren mit der S&S-Software und wie Sie in einem kleinen Bild sehen, ich befinde mich gerade auf den Bahamas. Es ist sehr heiß hier. Ich habe mir trotzdem ein langes Hemd angezogen, aber auch das werden wir hinbekommen. Ja, ich bin Inhaber eines Abbundzentrums und eines Ingenieurholzbaubüros und arbeite auch freiberuflich noch für die Firma S&S Datentechnik, so wie heute. Bin sehr dankbar dafür, dass ich heute hier sein kann und Ihnen einen kleinen Einblick geben kann, wie arbeiten Profis oder wie findet zum Beispiel ein Workshop statt. Ich weiß, ich will mich aber nicht als Profi bezeichnen, sondern eher als Semi-Profi. Ich weiß, es schauen hier noch einige Leute zu, die sind vielleicht noch viel, viel besser als ich. Aber ich will Ihnen heute mal einen kurzen Einblick geben. Wie kriegen wir denn zum Beispiel heute in Digital 4.0 unsere Zeichnung? Wir kriegen die als DXF oder als DWG und diese können wir natürlich einlesen. Und ich fange auch gleich mal an und sage hier Import DXF. Und dann habe ich hier meinen Ordner und dann habe ich hier eine DXF, die klicke ich doppelt an. Jetzt geht ein Dialogfeld auf. Dieses Dialogfeld muss ich hier bei den maximalen Anzahlen der Entity erhöhen mit der Pfeiltaste nach rechts und setze dann mal ein paar Nullen hinten dran. Ansonsten, je größer die DXF ist oder DWG, desto mehr Nullen muss ich rannehmen. Ansonsten werden nicht alle Linien gezeichnet. Jetzt sage ich ganz einfach mal okay und ich sehe meine eingelesene DXF. So. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Part. Ich freue mich, ich habe die Zeichnung. Rein theoretisch könnt ihr jetzt sofort die Konturen abfahren. Weit gefehlt. Weil wir haben ein riesengroßes Problem bei den Architekten. Die sind manchmal so frech, die zeichnen und dann ändern sie. Und dann ändern sie nicht nur die Zeichnung, sie ändern einfach nur die Maßketten. Und die stimmen dann auch nicht mehr. Und dass das noch zusätzlich dazu kommt, dass der Maßstab nicht funktioniert. Und das werde ich Ihnen gleich mal zeigen. Ich nehme die rechte Maustaste und messe. Da sehen Sie die 12,49 Meter. Und wenn ich jetzt diesen ersten Punkt anklicke und ich gehe zu dem zweiten rüber, dann sehe ich, oh Gott, es sind 24,98, ist das das doppelte Maß. Das passt also nicht. Ich gehe mit der rechten Maustaste oben auf diesen, im Geschossdialog auf diesen, auf die DWG-Datei und sage skalieren. Dann geht wieder ein Dialogfeld auf. Und zeige hier, ich sage, ich möchte eine Länge festlegen. Nehmen wir mal diese 12,49. Ich sage okay. Und dann sagt mir das Programm, wählen Sie zwei Punkte der Strecke aus. Natürlich dann die Strecke, die ich hier gewählt habe, den ersten Punkt und dort den zweiten Punkt. Bestätige das mit okay. So, und wenn ich jetzt messen sage, gehe ich wieder an diesen Punkt, messe. Ah, wir sehen 12,49, man kann das hier sehen. Es überlagert sich, aber es sind die 12,49. Okay, erste Hürde geschafft. Wir haben eine DXF-Zeichnung eingelesen. Die Maße passen auch alle, aber alles, was ich jetzt hier sehe, das ist mir viel zu viel. Das will ich alles gar nicht haben. Indem ich den Layer einschalte, habe ich jetzt hier einen Reiter. Da steht Höfermann EG. Jetzt habe ich hier vorne die Möglichkeit, alles das auszuschalten. Sie sehen, dass das alles schon ordentlich segmentiert ist. Den Text brauche ich nicht, das wird schon fehlen. Die Symbole brauche ich nicht. Schornstein, den würde ich ganz gern behalten. Rechtecke sind da auch, das kann ich so an- und ausschalten. Das sind irgendwelche Träger, die da drin sind, die möchte ich auch nicht. Die Profilbalken, das in diesem Falle sind das Stahlträger. Eine Polygongruppe brauche ich nicht, das Polygon brauche ich nicht, den Nordpfeil brauche ich nicht. MB3-Objekte, das sind hier die Kloschüsseln, die brauche ich auch nicht. Und dann habe ich hier noch Kreise, die will ich auch nicht. Da sind noch Holzstützen, die möchte ich nicht. Und die Folie, das ist der Außenrand. So, das sieht ja schon mal gar nicht ganz so schlecht aus. Jetzt habe ich noch die Maßketten. Wenn ich die nicht haben möchte, kann ich die auch noch ausschalten. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch noch die Brüstungshöhen. Die kann ich hier bei den Fenstern auch noch ausschalten. Dann ist das auch noch weniger. So, und beim Text, den haben wir auch schon ausgeschaltet. Den Nordfall, das haben wir weg. Dann haben wir noch die Linienmaße. Die wollen wir auch nicht haben, weil mehr will ich gar nicht. So, jetzt habe ich ja aber immer noch zu viel, was mich eigentlich stört. Jetzt gehe ich hier auf mehrfach löschen, ziehe einen großen Kasten da drum und mache ich mir so ein bisschen Fleißarbeit. Jetzt kann der ein oder andere sagen, ja okay, in der Zeit, wo der das jetzt da macht, da habe ich das auch aus der Zeichnung rausgelesen. Nein, schaffen Sie nicht, definitiv nicht. Ich lösche hier jetzt noch einige Sachen raus. Ups, dann nehme ich diese Linie noch und nehme diese Linie noch.
machen wir das Ganze noch mal so ein bisschen größer. So, jetzt sind dann noch so tausende von Linien drin, aber ich sage ganz einfach, ist mir egal, nur hier unten. Hier stört mich was ganz gewaltig, diese vier Linien, die nehme ich noch raus, weil ich da genau den Eckpunkt haben möchte. So, hier aufs Vollbild. So, jetzt kann ich auch noch diese DWG verschieben. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich mache jetzt aus dieser DWG, weil diese DWG hat extrem viel Volumen, eine Cut-Gruppe. Ich gehe auf die Cut-Gruppe und sage, ich möchte eine Cut-Gruppe anlegen. Ziehe von der linken Seite oben nach rechts unten einen Kasten. Und jetzt ist alles rot markiert. Einmal bestätigen mit Enter und einen Bezugspunkt festlegen. Da nehme ich die untere linkere Seite. So, jetzt habe ich aus dieser DWG eine Cut-Gruppe gemacht. Jetzt möchte ich diese Cut-Gruppe aber auch noch speichern, weil wenn ich die speichere, kann ich sie mir jederzeit immer wieder rausholen. Ich klicke diese Cut-Gruppe an, sie wird grün. Dann kommt im Prinzip mein Eingabedialogfeld und ich habe das Ganze mal Wallendach für die Online-Messe. Sage ich, ja, ich möchte das ersetzen und ich habe jetzt im Prinzip eine Cut-Gruppe. Jetzt bin ich ganz frech. Jetzt gehe ich da oben hin zur DWG und sage löschen. Bob, DWG ist weg. So, ich müsste mal dieses Feld hier mal wegnehmen. Ja, sieht man. Also, man sieht nur noch grafische Elementen, Cut-Gruppe, ein Ausschalten ist weg. Ich habe jetzt nur noch die Cut-Gruppe da. Und das alles. Und damit kann ich jetzt arbeiten. Ich habe jetzt alle Möglichkeiten, alle Eckpunkte, die ich brauche. Jetzt habe ich mir mal erdreist, in einer Datenbank eine Wand anzulegen mit dem kompletten Wandaufbau. Ich zeige das noch ganz kurz. Das ist die Außenwand, die Messe. Zack, bupp. Da habe ich also eine Fassade, ist ein Klinker, dann ist eine Luftschicht, dann ist eine Dämmung und dann ist dahinter nochmal der Kalksandstein. Und jetzt möchte ich da im Prinzip diese Wände anlegen. Dann gehe ich einmal in den 2D-Grundriss. Jetzt sehe ich gar nichts. Warum? Ganz einfach, weil meine Cut-Gruppe nicht eingeschaltet ist. Upp. So, jetzt gehe ich hin und sage, ich hätte ein Geschoss neu. Und die Unterkante ist 0. Und meine massive Wand habe ich hier schon ausgewählt. Diese orangen Kästen kennen alle. Das ist der Softcode. Wenn ich das eingeschaltet habe, ist immer die letzte Eingabe wieder vorhanden. Wir haben eine Außenwandhöhe von 2,75 m, eine Innenwandhöhe von 2,75 m. Und ich sage ganz einfach okay und klicke hier vorne auf den ersten Punkt. Nehme dann den zweiten. Ich kann aber auch den Ausschnitt wählen, damit ich die Punkte genau fange und fange mir diesen Punkt. Das ist die Wandlänge, das ist massiv Klinker. Ich sage, okay, meine erste Wand ist angelegt. Mit dem Tastenkürzel A kann ich das Ganze wieder auf Gesamtbild machen. Ich mache wieder einen Ausschnitt und gehe auf diese obere Kante. Sage ich, okay, wieder alles, nehme einen Ausschnitt, damit ich diese Punkte genau in den Eckbereich auch wirklich fangen kann. So, und das ist jetzt eigentlich nur Fleißarbeit. Ich fahre diese Konturen ab. Zack, dann haben wir noch den hier, okay, alles und dann nehmen wir noch wieder einen Ausschnitt und nehmen die letzte Kante, das ist diese Kante und sagen, das ist die letzte Wand, ich sage okay, alles, ich gehe auf 3D-Ansicht, ich sage ja, ich möchte das übernehmen, ich drehe mir das Ganze und ich sehe jetzt, dass ich da Konturen habe, ich kann das Ganze auch noch, ups, das will ich nicht, hallo? Jetzt verschwinde. Hilfe! So, jetzt. Ich kann das Ganze auch noch visualisieren und ich sehe jetzt im Prinzip alle meine Schichten. Das ist nur zur Darstellung für mich jetzt selber. Ich schalte sie da aus. Das gleiche würde ich jetzt auch mit den Innenwänden machen, möchte ich aber jetzt nicht aus dem ganz einfachen Grunde. Da kommt eine Betondecke drauf. Also. Ja, an. Da sind sie wieder alle. Die Cut-Gruppe kann ich ja im Prinzip ausschalten. Dann ist sie weg. Und jetzt sehe ich ja im Prinzip, das ist mal ein Klinker, das ist mal eine Luftschicht, da ist jetzt im Prinzip meine Dämmung und da ist mein Hintermauerwerk. Jetzt gehe ich ganz einfach dahin und sage, ich lege ein Rechteck an. So, dieses Rechteck geht von da nach da und somit ist die ganze Sache erledigt. Jetzt gehe ich über die Eigenschaften, rechte Maustaste, Eigenschaften, und schaue mir mal nach, wo liegt denn eigentlich mein Polygon, was ich gerade angelegt habe? Auf 2,75 m und das ist genau richtig, das ist die Oberkante von der Wand. Sage ich okay. Jetzt
drehe ich das Ganze nach vorne, gehe auf die Linie und sage einfach Extrude, gehe nach oben, sage 0,20, hopp, und habe einen Körper angelegt. So, jetzt gehe ich wieder auf visuell. Jetzt sehe ich da so eine Holzdecke, die möchte ich aber nicht. Ich möchte da eine Betondecke haben. Ich gehe auf Grafik, sage Texturen laden. Und dann habe ich hier den Beton, fahre auf die Mitte, zack, und ich habe eine Betondecke. Und dann kann ich die Texturen wieder ausschalten. Warum mache ich das? Ich habe hier ein Walmdach oben drauf, das heißt, ich habe Außenwände, ich habe ein Walmdach, da ist eine Betondecke drauf und die Außenkante, dort sollen auch meine Schwellen liegen. So, ich schalte die Visualisierung wieder aus und gehe jetzt sofort in den Dachgrund, nehme da auch die Cut-Gruppe raus, weil sie interessiert mich nicht mehr. Und ich kann den HRB ausschalten. Die Dämmung und ich kann auch die ganzen Schichten ausschalten. So. Das ist eine leichte Zeitverzögerung. Jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte ein Rechteck Hausgrund anlegen. Das Rechteck fängt von da an und geht bis da. Ich sage, okay, Bandbreite ist bei mir 0, weil es ist die Außenkante der Betondecke. So. Wenn ich jetzt den EG-HRB quasi ausschalte, sehe ich nur noch das, was ich eigentlich haben möchte. Ich gehe in 2D-Profil, kann hier auch die Cut-Gruppe ausschalten, ist sie auch weg. So, was Sie jetzt nicht wissen, ich kenne die Maße oder die Eingaben auswendig. Ich habe hier auf der Walmseite habe ich einen waagerechten Dachüberstand. So, wo ist denn der jetzt? Jetzt gehe ich hin, jetzt schalte ich mir die Cut-Gruppe wieder ein. Jetzt nehme ich ganz einfach hier den GPS-Punkt und klicke dahin und er ermittelt mir sofort den waagerechten Dachüberstand. Da möchte ich hin. So, dann habe ich die Höhe Oberkante Fußfette. Ich weiß, dass die 14 ist und ich weiß, dass ich eine Dachneigung im Hauptdachbereich von 25 Grad habe. Und die Schwellen sind 12 mal 14. Ich sage einfach, okay. Jetzt habe ich noch diese zwei Seiten. Jetzt fehlt mir aber was. Mir fehlen Angaben. Ich gehe in diese Seite, weil ich habe unterschiedliche Neigung. Hatte die Traufhöhe nicht berechnet? Mein lieber Herr Gesangverein. Also nochmal das Ganze. 21, ganz einfach, weil das winklige Obholz gefehlt hat. So, ich nehme die rechte Maustaste, ich kopiere in die Zwischenablage, ich sage ganz einfach okay. Wähle mir jetzt diese zwei Seiten aus. Waagerechter Dachüberstand hatten wir eben schon einmal. Gehe ich da wieder hin, klicke ich da an. Da habe ich diese 50 cm wieder. Ja. Und gehe hier in die Traufhöhe, kopiere die da rein. Und die Dachneigung da sind 30 Grad. Jetzt sage ich bei den Fetten, da will ich keine eingeben. Das möchte ich erstmal nicht haben. Die ergeben sich nachher. Jetzt gehe ich in die 3D-Ansicht. So, und wenn ich jetzt den Layer anschalte und schalte mir die Cut-Gruppen wieder ein, dann sehe ich, dass das alles 100% funktioniert. Ich habe genau die Dachausmittlung. So, jetzt haben wir aber hier noch so ein kleines Teilchen hier vorne dran. In sämtlichen Zeichnungen, die ich bekommen habe, gibt es keine Angaben. Es gibt keinen Schnitt, es gibt keine Höhen. Wie gebe ich jetzt diesen Dachgrund ein, damit ich jetzt genau da im Prinzip als auch die Dachausmittlung kriege? Ja, es ist relativ einfach. Ich schalte mir hier die Cut-Gruppen ein und ich lege jetzt einen zweiten Hausgrund an. Und diesen zweiten Hausgrund, so, sage ich, möchte einen Rechteck-Hausgrund anlegen. Und jetzt mache ich eins, jetzt nehme ich die Traufen. Ich sage, ich nehme Fangschnitt und zwar von der Kante. Ich wollte einen Rechteck-Hausgrund. So, Fangschnitt, also von dem Punkt zu dem Punkt. Jetzt habe ich dort auch wieder Wände angelegt. Okay, ich gehe in 2D-Profil. Ich sage ja, ich möchte das übernehmen. Ich schalte mir die Cut-Gruppen aus. Und ich habe jetzt hier im Prinzip einen zweiten Grund angelegt. Hier, diese Seite, wird ein Giebel. Ich habe einen fetten Dach. Giebel.
Und diesen Giebel gebe ich einen Überstand von 3 Metern, weil ich nicht genau weiß, wo ist die Verschneidung mit dem Hauptdach. Jetzt habe ich diese Seite und diese Seite. Bestätige ich? Ich habe hier nur die Traufhöhe. Das ist die Traufhöhe, die füge ich ein, die ist noch in der Zwischenablage drin. Und ich weiß, dass die Walmseiten ja 30 Grad haben. Okay, die Fetten will ich nicht, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich überhaupt dort Fetten reinkriege. Okay, so jetzt habe ich wieder diese Seite. Zack. Jetzt schalte ich mir im Prinzip wieder die Cut-Gruppe ein, weil eins möchte er jetzt haben. Er möchte jetzt ja von mir in dem Fußpunkt den waagrechten Dachüberstand. Den klicke ich jetzt hier mal an. Den habe ich da mit 1,36 und ich habe hier wieder die Traufhöhe. Ich habe eine Dachneigung im Hauptdach von 25 Grad. So, Fetten schalten wir wieder aus. Okay, 3D-Ansicht. Und jetzt gucken wir, Cut-Gruppe ein, aus. Ups, Alter, sind die Fetten, ist die Cut-Gruppe da. Wir sehen, es ist im Prinzip vollbracht. Die Dachausmittlung ist erstellt. So kann man im Prinzip effizient arbeiten mit der Dachausmittlung. Und wenn ich mir jetzt in den Cut-Gruppen, die schalte ich wieder ein, habe ich auch noch den Schornstein drin. Dachausmittlung ist da, aber jetzt kommt eins. Jetzt drehe ich dieses ganze Ding mal so nach unten und dann stelle ich fest, hopp, oh, falsch, liegt der jetzt unten drunter. Und dann Programm, gar kein Problem. Ich gehe einfach hin, 2D-Grundriss und sage ihm, ich möchte die Dachgrundhöhe ändern. Und zwar von diesem Dachgrund. Und dieser Dachgrund liegt bei 2,75 plus 0,20 von der, das Telefon hören Sie mal jetzt gar nicht, das ist jetzt egal, okay. Und ich habe aber eine zweite Dachgrundhöhe, die ich nehmen muss, die Dachgrundhöhe von dem zweiten Dachgrund, den ich da angelegt habe. Da, und da muss ich das gleiche machen, das sind die 2,95. Ich sage, okay, ich gehe auf 3D. Sage ja. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder kippe, sehe ich, aha, jetzt sitzt mein Dach, weil wir wissen, das hier ist die Betondecke und da oben sitzt mein Dach im Prinzip komplett drauf. So. Wenn ich das Ganze jetzt noch mal visuell sehen möchte, kann ich das auch hier sehen, dass meine Dachkonturen, die zweite Linie, die Sie hier vorne sehen, das ist die Rinne. Diese Firma, für die ich diese Eingaben mache, die habe ich darauf getrimmt, dass die mir den Dachüberstand zeichnen und auch gleichzeitig die Rinne nochmal mitzeichnen. Weil ich ja meistens nicht weiß, wenn ein Dachüberstand gegeben ist, eine wievielteilige Rinne kommt denn daran, habe ich dann im Prinzip hier gleich für mich selber die Konturen. So wie das jetzt sehen können, passt alles überein. Einfacher und effizienter kann man jetzt eigentlich nicht arbeiten. So, jetzt hatte ich gesagt, okay, wir haben ja noch den Kamin, den wir noch eingeben möchten. Gehe ich da wieder zurück und sage hier, Kamin, ja, sage dann, ups, als Kamin, und dann möchte ich den Kamin neu eingeben, halt, da ist er. Oh, der ist immer versteckt, also muss ich da mal hingehen. Gehe, sage ich, Kamin neu, wähle die Dachfläche. Und jetzt habe ich ja meine GPS-Punkte. Und jetzt kann ich genau diese Konturen abfahren. Wenn mir das nicht ausreicht, mache ich den Ausschnitt größer, fange ich diesen Punkt, das ist die Längsrichtung, dann ist das die Profilrichtung. Der ist 39,39, das passt. Er errechnet die absolute Höhe, das ist richtig. Ich möchte noch einen Abstand von 8 cm haben. Ja, und die Dimensionen werden übernommen. Ich gehe auf 3D-Ansicht und ich habe da auch meinen Kamin genau an der Stelle. Ja, das war jetzt einfach mal so ganz im Schnellgang. Ist wirklich ein Schnellgang. Ich könnte noch eins machen. Wir haben ja auch noch die Wände. Man kann da unten dann auch die Fenster eingeben. Man hat dann in der Visualisierung dann auch alles da. Und nicht nur das. Ich habe auch in der Massenermittlung, in der Angebotsmassenermittlung habe ich hier auch gleich, was habe ich an Dämmung, was habe ich an Außenfassade. Die Fassadenverkleidung wäre jetzt hier der Klinker, massiv wäre die Innenwand und die Dämmung habe ich auch gleich. Das kann ich also alles berechnen. Rein theoretisch habe ich alle Angaben, die ich dafür brauche. Ja, das war jetzt so ein Schnelldurchlauf. Das waren jetzt so
10, 20 Minuten waren das jetzt knapp. Und ich sage mal, schneller kann ich im Prinzip keinen Grundriss eingeben, weil so schnell hätte ich die Daten aus den Zeichnungen nicht rausgelesen, weil da muss ich den Grundriss, den Schnitt und alles muss ich dann immer übereinander legen, damit das dann auch wirklich alles passt. Gut, das war dazu. Gibt es da Zufragen? Jetzt war ja der Chatbereich auf. Und man sagte mir, es könnten Fragen gestellt werden. Da ist der Chatbereich. Gibt es Fragen? So, wie ich das sehe, gibt es hier keine Fragen. Dann möchte ich Ihnen mal ganz kurz etwas zeigen. Ein Riesenprojekt, was Sie im Prinzip auch auf der Homepage von der Firma S&S Datentechnik sehen können. Das dauert eine ganze Weile, weil das ist ein komplexer Holzrahmenbau mit einer wirklich irren Dachlandschaft. Sieht wirklich spektakulär aus. Es dauert. Es dauert und das ist schon ein schneller Rechner. So, das ist jetzt im Prinzip die ganze Geschichte von oben. Wenn ich die grafischen Elemente ausschalte, dann habe ich im Prinzip auch alle Daten. Warte mal, immer das Problem mit Layern. Das war jetzt gerade eine Frage. Komme ich gleich drauf. Ich wollte jetzt nur mal schnell dieses Projekt einmal komplett String H verdeckte Linien. Und dann visualisieren. Jetzt nochmal verdeckte Linien. Das ist also wirklich eine Dachlandschaft. Das war ein kompletter Holzrahmenbau. Und das waren also wirklich Tausende von Ecken, die da waren. Hier war ein Riesenproblem. Es waren Planungsfehler waren da, weil der Turm stand im Prinzip tiefer vom Dachüberstand als der Krüppelwalm hier. Dann ging im Prinzip die Traufe von dem Turm ging ins Fenster von diesem Balkon rein. Also es war also grässlich, total grässlich. Aber hier war es auch sehr hilfreich, dass ich die ganzen Sachen zur Verfügung hatte als DXF. Ich konnte mir das alles einlesen, ich konnte die Konturen abfahren, ich konnte es unten drunter legen. Ich musste zwar einiges korrigieren, trotzdem war es für dieses Projekt sehr, sehr hilfreich. Letztendlich habe ich dann alle anderen Sachen über die Traufen dann konstruiert, die Traufe von dem Turm so weit vergrößert, dass das mit dem Krüppelwalm nachher übereinpasste. Und ja, es ist also wirklich, es war wirklich sehr, sehr aufwendig, aber es hat extrem viel Spaß gemacht. So, da kommen immer so kleine Dialoge rein, die kann ich aber nicht lesen. Die sind nicht so lange da, dass ich die lesen kann. Kann ich Fragen beantworten? Hier ist eine Frage vom Herrn Meithof. Und zwar geht es darum, in DWG-Dateien die Layer schnell aufzuräumen, sodass Ja, man nur die nötigen Layer sieht. ich kann es jetzt sehen. Ich habe hier den Chat gerade eingeschaltet. Ich kann es jetzt sehen. So, also DWG immer das Problem mit den Layern des Architektenplans. Wie bekomme ich sie schnell hin, nur nötige Layer zu sehen? Das habe ich ja im Prinzip. Das liegt daran, wenn ich jetzt eine DWG, ich zeige das nochmal kurz, wenn ich den Import mache von einer DXF. Dokumente. Zack. Da nochmal schnell ein paar Nullen anhängen, damit auch wirklich alles da ist.
ist immer diese Geschichte mit dem Layer an. Jetzt muss ich das mal weiterschieben da. Wir haben ja hier auf der rechten Seite komplett die Layer, die schon rausgefiltert werden. Und hier muss ich jetzt wirklich anfangen, alles Mögliche rauszufiltern, was ich nicht haben möchte. Das hatte ich ja gerade eben am Anfang auch gezeigt. Jetzt kommt es teilweise aber auch darauf an, wie gut ist die DXF oder DWG-Datei von den Architekten. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Weil es gibt teilweise auch von Architekten Zeichnungen, dann ist das nicht eine Linie, sondern das sind Doppellinien. Und wenn ich dann Doppellinien habe, dann habe ich ein richtiges Problem, weil ich fange dann auf der einen Seite die reine Linie auf der rechten Seite und auf der anderen Seite die Linie auf der linken Seite. Das ist generell schlecht. Es ist immer wichtig, dass diese DWG sauber ist und dass die Konturen auch wirklich passen. Und mit dem Ein- und Ausschalten, wie gesagt, wenn ich jetzt hier eigentlich alles ausschalte, mache mal ein Vollbild, zack, so ist alles weg. So ist alles an und ich muss wirklich hier anfangen, auch wenn ich die Linien maße, wenn ich das hier alles ausschalte, so kann ich das schon für mich deklarieren, wie möchte ich es haben. Hier sind jetzt zum Beispiel die Innenwände weg, ja, oder hier sind die Innentüren weg, die brauche ich nicht, die will ich nicht haben. So muss ich das filtern. Und da muss ich halt so lange filtern, bis ich das habe, was ich brauche. Bei komplexen Baukörpern, glauben Sie es mir, habe ich selber auch schon gehabt, da habe ich mir manchmal auch einen Wolf getickert, weil es teilweise unsauber ist vom Architekten, weil mehrere Layer übereinander liegen. Ist damit die Frage jetzt irgendwie beantwortet? Wunderbar, ja. Weitere Fragen? Ich kann jetzt den Chat lesen, also schreiben Sie im Chat und ich antworte sehr gerne darauf. Ich weiß, das, was ich eben gerade gezeigt habe, war natürlich schon wieder Hardcore. Ich gebe nun auch die Workshops in Deutschland und ich weiß, der Stefan Schönheft ist, glaube ich, auch mit hier dabei. Der weiß, der ist auf meinen Workshops und Stefan, du weißt selber, du arbeitest auch ganz viel mit DXF und DWG und du weißt auch selber, wie interessant das manchmal ist, kann ich es verwenden, kann ich es nicht verwenden. Aber wenn ich komplexe Baukörper habe, dann ist es schon sinnvoll und reizvoll, wenn ich so eine DXF oder DWG unten drunter legen kann und kann die Konturen abfahren. Aber ich kann Ihnen auch sagen, es gibt manchmal ganz, ganz böse Überraschungen, wenn dann Architekten teilweise auch mal eine Dachausmittlung machen, die dann auch nicht passen. Bei dieser hier, bei der Dachausmittlung hat man gesehen, es passt. Ich habe schon Projekte gehabt, da hat es nicht gepasst. Und dann gibt es ein Streitgespräch. Wer hat jetzt Schuld? Wer hat richtig und wer hat falsch? Gibt es noch weitere? Ganz kurz zwischendurch. Ja. Es kann auch gerne die Hand gehoben werden. Ich habe es schon mal in den Chat geschrieben. Dann können wir auch das Mikrofon freischalten und man kann auch live sprechen, wenn ein Mikrofon am Rechner vorhanden ist. Unten einfach die Hand heben. Auf diesem Smiley kann man klicken und da gibt es die Option Hand heben. So, Entschuldigung für die Störung. Kein Problem. Dafür sind wir ja da. DWG ist eigentlich nur bei außerwinkligen Grundrissen. Ja, okay. Ich sag's ja, wenn ein komplexer Baukörper und der so ein bisschen schiefwinklig und schräg ist, dann macht es schon Sinn, dass man im Prinzip diese DWG darunter legt, damit man die Konturen noch sauber abfahren kann. Ansonsten muss man es alles mit Winkeln berechnen. Wann macht es Sinn, Seiten einzufrieren? Ja, das ist eine ganz heikle Geschichte. Seiten einfrieren, beziehungsweise komplette Wände, beziehungsweise Dachflächen möglichst einzufrieren. Beim Holzrahmenbau als Beispiel. Wenn ich einen Holzrahmenbau anlege und ich habe den komplett soweit fertig, habe die ganzen Fenster drin, habe die Hölzer drin, dann gehe ich Wand für Wand durch. Und sobald ich eine Wand komplett fertig eingegeben habe, dann friere ich sie ein. Viele Leute, die es nicht wissen, es ist die Taste P und dann kommt im Prinzip ein Eingabedialogfeld und dann kann man Flächen, ne, kommt eine Flächenliste, die ist jetzt hier nicht vorhanden, dann kann ich hier einzelne Dachflächen, einzelne Wandflächen, die kann ich alle einzeln anklicken, die sind alle nummeriert und dann kann ich die einfrieren. Es macht immer Sinn, das zu machen. Und sobald eine Wand fertig ist, wir können es ja gerne mal ausprobieren, ich hatte mal ein Problem, da wollte ein Statiker von mir, dass ich in den Wandflächen als Sturz ein HEB, also eine 12er Wand, ein HEB 120 reinlege. So,
Wie kriege ich den da rein? Den kann ich natürlich einzeln reinpacken. Ich kann es aber auch so machen, dass ich den als Sturz in der Wandeingabe schon festlege und sage, du bist ein Stahlträger. Nur muss ich dann die Wand einfrieren. Sobald ich die Wand neu durchrechne, ist wieder ein Stück Holz. Und dann friere ich die Wand ein und dann passiert auch nichts mehr. Dann wird auch nicht mehr nachgerechnet und dann wird auch der Rechner dementsprechend schneller, weil nicht mehr alle Wände richtig komplett neu durchgerechnet werden. Das sind zum Beispiel auch so Sachen in den Workshops, die ich gebe. Ich habe Aufgaben dabei. Wir sitzen alle zusammen, wir diskutieren, kommt eine erste Aufgabe auf den Tisch und ich frage dann immer einen Lösungsansatz. Was wäre denn jetzt euer Lösungsansatz? Dann gibt es aber auch manchmal Situationen, dass einer sagt, du, ich habe hier das und das Problem, ich habe hier ein Projekt dabei, ich habe da so ein Riesenproblem, ich kriege das nicht auf die Reihe. Könnten wir uns das vielleicht mal angucken? Ja, warum denn nicht? Da sind wir doch frei. Wir können doch alle nur davon lernen. Selbst ich lerne bei jedem Workshop immer wieder was dazu. Weil jeder bringt im Prinzip ein bisschen Know-how mit da rein. Und gemeinsam können wir im Prinzip so stark sein, das ist irre. Weil es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, wenn man auch viele Sachen oftmals nicht oft genug macht. Ich spreche zum Beispiel hier Mansarddächer oder wenn man Aufschieblinge hat und all so Sachen. Das sind Sachen, die machst du nicht jeden Tag. Dann fängst du immer wieder an zu überlegen, boah, wie war denn das jetzt und wie hast du denn das jetzt gemacht? Wie ging das denn jetzt nochmal? Oder es kommen Problemfälle auf. Ich hatte im letzten Jahr ein riesengroßes Mansarddach mit Grauben drinne, Stahlkonstruktion, habe das alles fertig gemacht und stellte fest, dass die Stahlträger komplett im Fenster standen. Da habe ich einen Architekten angerufen, das kann nicht sein, ich hätte mich da vertan. Nein, die hatten sich in der Position vertan, weil nämlich genau das passiert ist, was ich vorhin erzählt habe. Die haben im Prinzip die Pläne nicht geändert, die haben nur die Maßketten geändert. Ja, dann passieren solche Sachen, weil die Position der Fette laut dem Plan war da nicht mehr, weil das Projekt hatte sich verändert. Ja, und dann war Holland in Not. Gut, kann ich noch weitere Fragen? Ah, ob ich mal kurz ein Mansarddach machen kann, aber nichts Einfaches als das. Ich nehme einen 2D-Grundriss, ich sage einen Dachgrund, ich möchte einen Rechteck-Hausgrund angehen. Zack, nehme ein Rechteck, nehme 12, ach nee, nehmen wir mal 8 Meter, das ist ein bisschen besser, eine 24er Wand, zupf, okay. So, jetzt habe ich im Prinzip 2D-Profil, ich sage ja, ich nehme alle Seiten. Ich glaube, jetzt ist der Chat im Weg hier, aber das ist egal, das geht so. Das ist jetzt doof, den lege ich jetzt nach dahin. So. Jetzt funktioniert es. So. Machen wir Dachüberstand von, was weiß ich, 0,80, 6 cm, 21, 0,50, da 45 Grad, 12 mal 12. Okay. So, das wäre jetzt normalerweise, wenn ich jetzt in 3D-Ansicht gehe, wäre jetzt das normale Walmdach. Ja. Jetzt gehe ich da rein, nehme die rechte Maustaste und sage im Prinzip, ich möchte jetzt eine Folgefläche. Jetzt kriege ich ein Profil, jetzt gehe ich hier mit der rechten Maustaste hin und sage Folgefläche neu. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal die Folgefläche über den Dachbruch oder die Mansardfette. Dachbruch würde bedeuten, ich gebe die Höhe hier bekannt, da wo der Dachbruch ist. So, dann sage ich im Prinzip Grundmaß, nee, die Traufhöhe der Folgefläche, die Traufhöhe ist bei 3 Meter, könnte das passen jetzt gerade noch und die Dachneigung sind dann nur noch 25 Grad. Waagerechter Dachüberstand mache ich, mache den Knick auf 0. So. Okay. 3D-Ansicht. Und jetzt hätte ich im Prinzip hier schon einen Teil von der Mansarde. Ja? Und wenn ich dann unten noch einen Aufschiebling draufsetzen will, funktioniert das genauso. Ich gehe in 2D-Profil, sage hier rechte Maustaste und sage dann ein Folgefläche Aufschiebling neu, gehe hier hin und sage hier, ich möchte einen Aufschiebling neu haben. Der waagerechte Dachüberstand ist 1 Meter, Grundmaß bis Fette will ich nicht, obere Fette nur Traufhöhe. Traufhöhe ist bei... Und die Dachneigung sind da... Muss ich ja wieder ein bisschen mogeln. 20 Grad, komme ich nicht hin.
so bald aufschieben gelingt, das ist jetzt ein bisschen doof. So mal Traumhöhe. Traumhöhe, nee, mach ich mal 20. 30 Grad. Ja, jetzt wäre jetzt im Prinzip hier unten der Aufschiebling. Das ist jetzt, weil ich jetzt im Prinzip hier so ein bisschen rumkaspere, aber das wäre jetzt im Prinzip meine Mansarde, im Prinzip mit dem Aufschiebling, den ich draufsetze. Ist das damit erklärt? Nee, mit mehreren Grundrissen ist ja Quack. Brauche ich nicht. Ich brauche nicht mehrere Grundrisse. Da wir jetzt im Prinzip mit dieser Folgefläche arbeiten können und auch mit dem Aufschiebling, brauche ich nicht mehrere Grundrisse. Das geht auch, ja, weil wir ja so flexibel sind. Wir können im Prinzip innen drinnen einen zweiten Grundriss reinlegen, so werden sie es gemacht haben. Sie haben einen Außengrundriss und legen dann innen drinnen nochmal einen Grundriss rein mit einer oberen Höhe, die sie dann verändern und kriegen sie auch das Mansarddach hin. Ja, aber so ist einfacher. Haben wir noch Fragen? Das Gleiche können wir natürlich auch machen. Nicht nur bei dem Mansarddach. Das Gleiche haben wir natürlich auch, wenn wir sagen, wir geben jetzt hier mal ein Vieleck ein. Ich nehme mal einen Bezugspunkt. Ja, ich habe jetzt ein Vieleck. Sage ich okay. Gehe auf 2D-Profil. Ja, ich möchte das übernehmen. Ich nehme alle Seiten. Dann könnte man zum Beispiel auch eine Pickelhaube konzipieren. So, was haben wir denn? Waagerechten Dachüberstand 0,50, 6 cm 0,21, 1 Meter. Und dann haben wir dann Dachneigung, machen wir da mal von 45, ja, 12 mal 12, okay. So, und sag jetzt hier, Aufschiebling neu, zack, möchte hier eine Folgefläche neu, auch über den Dachbruch, Traufhöhe, Folgefläche ist bei 3 Meter und die Neigung, sehen das jetzt schon, ne? Das ist jetzt keine Neigung, jetzt eine 0, jetzt könnte ich im Prinzip da auch so einen Kegelstumpf eigentlich erstellen, wäre genau das gleiche. Wenn ich 30 Grad, ne, dann nehmen wir mal 25, dann ist es offensichtlicher, 25 Grad. Okay, das reicht mir schon. Dann gehe ich in die 3D-Ansicht und dann habe ich schon von der einen Seite, habe ich jetzt im Prinzip schon, ne, diese Mansarde. Also es wäre jetzt eine Pickelhaube. So, und jetzt gehe ich nochmal rein ins zweite Profil, wähle die an und sage Aufhebling neu. Steht da, kann ich Ihre Videos noch mal sehen, also später, gehe ich mal von aus, das Video ist mit Sicherheit aufgezeichnet, setzen Sie sich mit S&S in Verbindung, dann können Sie das Video natürlich sofort haben, ist überhaupt gar kein Problem. Sie können mich auch sehr gerne selber kontaktieren, die Kontaktdaten stehen hier oben drauf, ich mache auch für die Firma S&S Datentechnik Hotline, bin hotline-mäßig auch zu erreichen, auch mal außerhalb der Hotline-Zeiten, weil bin ich selbstständig und selbst und ständig. Also man kann mich auch samstags und sonntags erreichen. Gehe ich ans Telefon, ist gut. Gehe ich nicht ran, bin ich nicht da. Diese zwei Möglichkeiten gibt es noch. Wann ich wieder in Deutschland bin, es war ein Fake. Ich bin natürlich in Deutschland. Ich bin natürlich nicht im Urlaub. Das ist nur ein schönes Hintergrundbild. Es wäre ein Traum, wenn ich im Urlaub wäre. So, jetzt kommt auch gerade die Videos werden im Nachhinein von S&S veröffentlicht. Gibt es noch weitere Fragen? Also ich kann noch stundenlang hier sitzen und weiter plaudern, ist überhaupt gar kein Problem. Mache ich gerne.
Ein Beispiel für freie Hölzer. Jo, super Geschichte. Nehmen wir doch mal gleich hier. Ich möchte jetzt im Prinzip, das ist so eine tolle Geschichte. Kann das jeder sehen? Ja. Und zwar ist das eine Aufgabe in der Meisterschule in Kassel, das heißt Schrägerwalm. Und ich habe letzte Woche in Verbindung mit der Firma S&S eine Präsentation gemacht, wie man diese Übungsaufgabe, wie man die im Prinzip in unser Programm eingibt. Leer an, leer aus, mache den Bezug mal weg. Und Sie sehen hier, das sind zwei freie Hölzer. Ich mache das mal ganz einfach, um das nochmal darzustellen. Ich lege mir jetzt hier eine Linie rein, beziehungsweise ich mache aus diesen Linien mache ich 3D-Punkte. Das mache ich mit Fangschnitt. Zack, da und zack, da. Dann kann ich die Linie wieder löschen. Jetzt lösche ich mal 3D-Kamm. Stab löschen. Lösch mal diesen Stab einfach raus. So. Wenn ich jetzt so ein freies Holz in diese Fläche eingeben will, ist es überhaupt gar kein Problem. Ich sage hier oben Stäbe 3D und wähle die Fläche. Diese Fläche, in diese Fläche möchte ich den Stab einfügen. Jetzt muss man erstmal gucken, wo sind meine 3D-Punkte? Der 3D-Punkt ist da, den wähle ich an und der zweite 3D-Punkt ist da. So, jetzt habe ich hier natürlich extrem Werte. 4 mal 6, das waren glaube ich die Latten. Ja, genau. So, jetzt habe ich hier ein freies Holz konstruiert in die Fläche und es wird immer axial eingegeben. Klicke ich auf das A, springt es nach da, klicke ich aufs C, springt es zur anderen Seite. Aber damit es nicht aus der Dachfläche rauskommt, weil das ja Punkt der Dachfläche war, klicke ich auf A und sage okay. Dann habe ich im Prinzip hier ein freies Holz in der Fläche eingefügt. Das ist jetzt extrem. Das habe ich ein bisschen breit eingegeben. Ich habe 60 eingegeben. Ja, das ist also im Prinzip, wenn ich die Möglichkeit habe, ein freies Holz in eine Fläche einzufügen, dann brauche ich ja nur zwei Punkte, weil die Fläche gibt mir im Prinzip ja die Oberkante von diesem Holz. Dann brauche ich nur zwei Punkte, denn es ist das Holz in Fläche und liegt mit der Oberkante bündig. Wenn ich das nicht zur Verfügung habe, kann ich auch Stäbe frei eingeben. Stäbe über zwei Punkte. Ich wähle jetzt ganz einfach mal hier so zwei Punkte. Jetzt sage ich okay. Und jetzt wird mir eine Höhe angegeben, weil jetzt muss ich ja dreidimensional. Ich habe einmal XY und habe jetzt im Prinzip Z. Wähle jetzt einfach mal so eine Kante. Und dann habe ich ein Holz nochmal hier frei reingewürfelt, irgendwo so in die Kante da rein. So kann ich freie Hölzer. Ist es damit erklärt? Eine Bauteilgruppe. Wie gebe ich eine Bauteilgruppe an? Ist ganz einfach. Indem ich hereingehe, sage hier eine Bauteilgruppe anlegen, wähle mein erstes Holz, wähle mein zweites Holz. Bestätige das und dann ist es eine Bauteilgruppe. Ups, ah, der Chat, der ist im Wege hier. Sorry. Und dann kann ich diese Bauteilgruppe kopieren, spiegeln, drehen, alles Mögliche kann ich damit machen. Also ich sehe, es sind noch einige Leute dabei, die müssen noch was dazulernen. Ich biete mich an. Der nächste Workshop steht wieder dann, sobald wir uns mal wieder frei bewegen dürfen. Ich biete zweimal im Jahr oben in Bremervörde einen Workshop an. Der ist mal entstanden durch einen guten Freund von mir, mittlerweile verstorben. Der hat das damals in die Wege geleitet und alles organisiert. Mittlerweile organisieren wir das selber. Aber wenn großes Interesse besteht, kann ich also überall... In welchem Ort von Deutschland, wenn Sie sich mit mehreren Leuten zusammentun und sagen, hallo, Herr Ziebert, wir sind hier 4, 5 Leute, so viel sollten es sein, aber auch nicht mehr wie 15,
weil dann wird die Gruppe zu unübersichtlich. Ich habe also schon mal einen Workshop gemacht mit 21 Leuten. Da waren wir dann aber zu zweit, weil dann kann man nicht mehr auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen. Es macht dann also wirklich Sinn, dass man sagt, okay, wir sind 5 oder 10 Leute, wir treffen uns, machen das 2 Tage. Oben in Bremervörde ist es sehr schön. Der schönste Abend ist im Prinzip der Freitagabend, weil wir sitzen dann schön zusammen, wir essen alle gemeinsam. Und da oben ist es mittlerweile Usus, wir trinken einen Haselnuss-Schnaps. Das ist immer sehr schön. Ich glaube, das können einige, die hier heute dabei sind, bestätigen. Ich habe gesehen, der Marco ist dabei, Marco ist dabei und der Stefan ist dabei und die können das bestätigen. Das ist immer ein sehr schöner Abend, weil da auch das Zwischenmenschliche, wir hacken uns dann nicht gegenseitig die Augen aus, sondern wir sitzen zusammen und sprechen über gemeinschaftliche Probleme, denn wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben alle die gleichen Probleme und wir müssen irgendwie zusehen, dass wir diese Probleme bewältigen können. Und diese Probleme, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir als Konstrukteure, als Zimmerleute, als Bauunternehmen, wir haben das riesengroße Problem, dass wir immer mehr arbeiten und teilweise Architekten und Ingenieure immer weniger machen. Der Unterschied ist nur, wir kriegen nur weniger Geld dafür. Also wie gesagt, wenn dort Interesse besteht, einfach anschreiben, können wir mal hier, können wir mal da, bin ich gerne bereit, auch mal so einen Individualworkshop zu gestalten und gehe auf jegliche Sachen, die Sie wissen möchten, gehe ich drauf ein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, auch egal, welcher Leistungsstand, ob Sie Anfänger sind, Fortgeschrittener oder Profi, ich kann Sie alle bedienen. So, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Was sagt das Zeiteisen? 14:33. Also, wenn keine weiteren Fragen da sein sollten, dann darf ich mich jetzt erstmal recht herzlich... Oh, warte mal. Wird auch Zeit für einen neuen Workshop. Wir haben noch nicht mit der 40 gearbeitet. Marco. Ja. Das machen wir auch noch. Gut. Liebe Freunde, ich würde mal sagen, ich darf mich recht herzlich bedanken, auch im Namen der Firma S&S Datentechnik. Ich persönlich möchte mich bei der Firma S&S Datentechnik bedanken, dass ich das hier heute machen durfte. Habt noch einen schönen Tag. Morgen um 9.45 Uhr geht es weiter. Schauen Sie alle da wieder rein. Es sind tolle Beiträge. Ich sage immer wieder, du wirst alt wie eine Kuh und lernst immer dazu. Und in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Tschüss.